hier über mein Handy angeht, einfach drauf. Ja. Schönen guten Tag, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen, zu dem uns 3600 BVB-Fans begleiten werden. Wir haben das volle Kontingent wenig überraschend ausgeschöpft. Ich begrüße Jürgen Klopp und der wartet auf eure Fragen. Peter Schwenneker. Ja, Sie haben ja jetzt einige Tage Milos Jojic im Training beobachten können. Welchen Eindruck haben Sie von ihm gewonnen und gehört er gegen Werder Bremen schon zum Kader? Ich denke, einige von euch haben auch schon einen Eindruck von ihm gewinnen können, oder? Ja, weiß nicht, ob er beim Spiel jetzt gegen Düsseldorf da war. Für eine Einheit davor mit der Mannschaft war das natürlich sehr ordentlich, hat vieles von dem, was wir in Spielen gesehen haben, wo er mit der Mannschaft zusammengespielt hat, die er kannte, die gleiche Sprache sprach, hat auch in diesem Spiel jetzt wieder angedeutet, hat ein gutes Auge, gutes Passspiel, ist ballsicher und passsicher, hat keine großartigen Risikobälle gespielt. Ja, das war jetzt auch nicht so zu erwarten, hat das defensiv ordentlich gemacht. Wir müssen sehen, also das ist, der Eindruck ist wirklich, also der Eindruck, den wir hatten, bevor wir ihn verpflichtet haben, war so positiv, dass wir ihn verpflichtet haben und es ist nicht schlechter geworden, sagen wir es mal so. Und was sie am Wochenende machen, mal abwarten, aber weit weg ist er nicht, das hängt auch einfach mit der personellen Situation, aber auch zusammen, ist ja klar, aber wenn es irgendwie geht, ist dabei und dann gucken wir, was wir daraus machen. Martin Feier. Die BVB-Total-Zuschauer-Frage dreht sich auch um den Neuzugang. Was machen Sie eigentlich als Trainer, um herauszufinden, ob ein Spieler nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich in die Mannschaft passt, fragt Jochen Meiling. Normalerweise spreche ich relativ lang mit ihm, um das herauszufinden. Das ist in diesem Fall ein bisschen schwierig, weil wir keine gemeinsame Sprache haben. Deswegen ist das der erste Spieler, den Čeko, der erste eigene Spieler von Čeko Buvac. Der hat in den letzten 3 Tagen so viel geredet wie der vorhin in der kompletten Zusammenarbeit, nicht? Aber alles gut. Also das ist aber mit mir ist definitiv alles in Ordnung, weil wir haben in den letzten Jahren wenige Spieler verpflichtet, mit denen wir uns vorher nicht unterhalten konnten. Wie gesagt, in dem Fall, ob ich mich jetzt da hinsetze und ein Gespräch führe, weil das muss dann schon ich normalerweise führen. Aber so über einen Dolmetscher ist es auch immer gefiltert, hilft dir auch nicht so richtig weiter. Die sind ja auch 3-mal chemisch gereinigt und da kannst du nicht so richtig rausfinden, was da genau in dem Jungen stattfindet. Aber wir haben uns natürlich massenhaft Informationen eingeholt. Also das geht ja auch. Auch in Serbien kennen wir viele Leute, die logischerweise mit Fußball zu tun haben und da gab es keine negativen Dinge. Und wer Milos trifft, und das ist tatsächlich eine besondere Eigenart von ihm, obwohl man mit ihm jetzt nicht so wahnsinnig viel sprechen kann, merkt man, dass er eine sehr angenehme Persönlichkeit ist. Also ganz sympathischer, angenehmer Zeitgenosse. Und haben wir auch ohne viele Worte herausgefunden. Heiko Niederer von der Bild in der ersten Reihe. Wie haben Sie gestern oder vorgestern die neue Verletzung von Mats Hummels aufgenommen? Haben Sie da so ein bisschen gedacht, was hat eigentlich der Fußballgott die Saison gegen mich? Ja, nicht so lange her. Ich habe schon mehrmals gesagt, ein Fußballgott, mit dem habe ich nicht so viel zu tun. Auch in guten Phasen übrigens. Ja, nee, also es ist jetzt so, dass ich ehrlich gesagt schon fast mit Schlimmerem gerechnet habe. Er musste in dem Spiel, ist eine Halbzeit raus, ich hatte gar nicht gesehen, dass er ein Problem hat, nur sein Gesicht in der Kabine war nicht so gut, nicht so positiv. Dann habe ich gefragt, was ist los? Und er sagte nur so, ich weiß nicht, ist nicht so gut. Irgendwas am Fuß wieder da an der operierten Stelle. Ja, in dem Moment habe ich mir große Sorgen gemacht, sehr, sehr große Sorgen. Und so war auch der Abend und dann aber am nächsten Morgen ist die Nachricht gekommen, gut, das ist jetzt nicht gut, aber es ist auch nicht keine Katastrophe. Man könnte ja mit allem rechnen bei uns, und es ist keine Katastrophe und deshalb ist das jetzt so, wie es ist. Wir haben
Wir gucken mal. Sobald Mats schmerzfrei ist, werden wir gucken, wie wir das belasten können. Aber das ist nach und nach. Wir werden ihn da jetzt, wir haben ihn nichts reingetrieben, werden ihn nichts reintreiben, sondern werden die Zeit einfach nutzen. Es ist keine große Problematik, aber es ist in dieser Region, wo alles am Verwachsen, am Verknöchern ist, das ist ja nochmal bei dieser Verletzung, da ist es zu Belastungserscheinungen gekommen, die jetzt dafür sorgen, dass er aktuell nicht spielen kann. So. Aber wir gucken da von Tag zu Tag, was da wieder möglich ist. Und wie gesagt, gefreut habe ich mich nicht. Aber dadurch, dass ich ausnahmsweise mal mit Schlimmerem gerechnet habe, war ich auch nicht völlig am Boden zerstört, als dann die tatsächliche Diagnose kam. Felix Meininghaus. Herr Klopp, der Weser-Kurier in Bremen möchte seinen Lesern vermitteln, wie Sie die Entwicklung des Ex-Bremers Sokratis beurteilen, seit er hier in Dortmund Fußball spielt. Und kann er am Samstag überhaupt auflaufen? Wundert mich ehrlich gesagt, dass Werder Bremen oder der Weser-Kurier keine anderen Probleme hat, als so eine seichte Geschichte am Rande zu machen. Aber Glückwunsch. Die kennen ihn immer noch besser als wir. Papa ist ein hochemotionaler Kerl, angenehmer Zeitgenosse, richtiger Krieger. Schnell, zweikampfstark, richtiger Typ, der hier sehr gut reinpasst bei uns. Toller Fußballspieler, der im Moment jetzt, er kann, davon gehe ich jetzt mal aus, kann man das sagen? Darf man, alles klar. Papa hat gestern nicht wegen seiner Wade nicht trainiert, sondern weil er einer viel angenehmeren Aufgabe nachgekommen ist. Es gibt eine neue kleine Griechin, ja, geboren in Dortmund. Jetzt wird er seinem Namen gerecht, Papa. Ja, endlich ist er ein Papa und heißt nicht nur so. Wie heißt er? Nein, wir hatten noch keinen Kontakt. Wir lassen Väter dann auch ein paar Stunden Ruhe. Es scheint unter griechischen Neuvätern nicht so Usus zu sein. Uso zu sein. Direkt alle darüber zu informieren und so weiter. So, ich musste ihn anrufen, sagte er, ja, vor 3 Stunden. So, alles klar. Also die gehen ja wohl ein bisschen entspannter mit um und schreiben nicht gleich der ganzen Welt den Namen und so weiter. Ich werde ihn nachher sehen, dann frage ich ihn und dann kann ich ihn nochmal anrufen über Josef und dann wissen wir, wie sie heißt. So, deshalb. Und ich gehe davon aus, dass das eine durchaus positive Geschichte ist. Das andere war ein Schlag in die Wade. Ich nehme an, das hast du wahrscheinlich gemeint mit, ob er überhaupt kann, was er im Spiel. Es ging schon auch um die Schwangerschaft. Okay. Das ist tatsächlich erledigt, offenbar. Glücklicherweise. Das ist ja häufig so. Ja, ja. Glücklicherweise. Irgendwann ist das immer so. Hm? Ja, das stimmt. Aber das ist soweit okay. Alle Fragen beantwortet, glaube ich. Ja, gut. Martin Feier nochmal. Unter der Woche gab es ja noch das Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Welche Erkenntnisse hat euch das gebracht? Also wir für uns haben natürlich wir haben nur getestet. Also jetzt einfach, wir wollten, dass Milos mal spielen kann mit der Mannschaft. Alle haben ja nur 45 Minuten gespielt. Wir haben ja Spieler dabei, die länger Zeit keine große Spielpraxis haben, wie eben Mats auch, dass dabei jetzt das mit der Kackaktion passiert ist, ist natürlich äußerst unangenehm, aber das wäre in jeder Trainingseinheit, die an dem Mittag stattgefunden hätte, dann auch passiert, die wäre sicher nicht weniger intensiv gewesen, weil ohne Training können wir ja nun mal nicht Fußball spielen. Und dementsprechend, wir haben 2 Tore nach Standards bekommen. Das ist, hätte ich jetzt so als besonderen Hinweis nicht gebraucht. Das eine war eine Ecke, das andere war ein 2. Ball nach einem Freistoß. Hätten wir so nicht gebraucht. Und das andere Tor ist eine Kontersituation gewesen mit der Formation der 2. Halbzeit, die so ja wirklich noch gar nicht zusammengespielt hat. Die Absicherung nicht gut gestanden und auf einmal steht einer am 2. Pfosten völlig frei. So, die Gegentor war nicht so toll. Schöne Tore selber geschossen, große Dominanz ausgestrahlt, viel Fußball gespielt, viel Gegenpressing gespielt, war vieles gut. Aber war logischerweise am Ende dann davon überschattet, dass du irgendwie denkst, okay, Mats ist ja auch jetzt wieder echte Kacke. Aber ist wie es ist. Und dementsprechend, dieses Testspiel haben wir in den letzten Monaten öfter gemacht. Jetzt haben wir sie, glaube ich, nahezu alle durch. Alle
So Zweitligisten aus der Umgebung, das macht total Sinn, macht auch Spaß, ist für den Gegner auch gut. Und wenn wir keine englischen Wochen haben, werden wir das in der Zukunft sicher auch versuchen zu tun. Ist eine sehr gute Einrichtung, also geht bei uns draußen im Gelände sehr gut und wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Okay, Matthias Schärf. Ich würde gerne mal das Spiel gegen Bremen ansprechen. Die stehen durchaus unter Druck im Abstiegskampf. Was für ein Spiel erwartet ihr von euch selbst und vom Gegner? Erneut ein sehr intensives Spiel. Das ist wie jedes Jahr in der Rückrunde. Wir sind immer zum Glück ja auch eher davon überrascht, weil wir selber jetzt nicht da drin stecken, aber wir haben ja andere Ziele. Aber das, mit dem 18. Spieltag beginnt der Abstiegskampf. So, das ist, da geht's los und so intensiv sind die Spiele auch. Ich habe bis hierhin nur ein bisschen was gelesen, was so aus Bremen kommt, aber es ist so, dass sie wohl nicht zufrieden waren, logischerweise auch mit der Art und Weise, wie die ersten beiden Spiele abgelaufen sind und die Zuschauer zurückgewinnen wollen, ein Kampfspiel draus machen. Das alles, wovon man eh ausgehen musste, wurde jetzt auch nochmal verbal unterstrichen. Und damit muss man dann natürlich auch rechnen. Wir müssen unsere Ziele genauso in den Mittelpunkt drücken und sie genauso leidenschaftlich um sie fighten. Unabhängig von irgendwelchen anderen Dingen wird es genau darum gehen. Ohne Zweikämpfe wird dieses Spiel nicht zu gewinnen sein. Aber wir haben Möglichkeiten, Werder Bremen Probleme zu bereiten, die über Kampf nicht zu lösen sind. Für sie. Und das müssen wir natürlich dann auch tun. Das heißt, nach Balleroberung dementsprechend zügig in Räume kommen, wo es richtig unangenehm wird für den Gegner. Selber Fußball spielen, frühzeitig passen, sauber passen. Das sind also Dinge, um diesen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie eben zu bestehen, diese Momente. Und das ist normaler Fußball auf einem ganz intensiven Level, weil eben es um sehr viel geht. Keine Überraschung möglich. Boris Ruppert. Mal zurück zu den Personalien. Wie erleichtert bist du denn, dass Papa Papa geworden ist? Und ist es ein Automatismus, dass Sven Bender in die Innenverteidigung wieder einrückt? Nein, es ist kein Automatismus. Ich bin erleichtert. Ja, es freut mich sehr für Papa. Klar, es ist auch besser, wenn es am Mittwoch geschieht, als wenn es dann Samstag irgendwie kommt. Aber das ist am Ende, gibt es tatsächlich auf diesem Planeten Dinge, die wichtiger sind als Fußball. Und wenn Papa nicht gekonnt hätte, dann nicht gekonnt. So einfach ist das. Wenn er da hätte sein müssen, dann wäre er auch hier geblieben. Ist doch keine Frage. Du, jetzt ist das Thema durch und zeitgleich hat sich eben Mats verletzt und jetzt müssen wir da, werden wir da eine Lösung finden. Aber die Entscheidung darüber ist, da bin ich mir einigermaßen im Klaren darüber, wie das aussehen wird, darüber sagen werde ich natürlich nichts, weil zum einen es euch nichts angeht und zum anderen ja auch noch ein bisschen was passieren kann. So, und bis Samstag. Aber wir haben ja glücklicherweise noch Lösungen. So, und es ist so, dass Marian Saar jetzt am Wochenende Amateure gespielt hat. Er hat Spielen in Bayern. Manu Friedrich in den letzten zwei Wochen nicht im Kader war und trotzdem, gerade deshalb auch einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Nachdem Manu jetzt in der Vorbereitung alle Einheiten mitgemacht hat, war er an der körperlich ein bisschen zu kämpfen gehabt, so wie Pistu auch, die vorher diese Vorbereitung ja nicht gehabt haben. Beide sind jetzt wirklich, kommen richtig raus aus dem kleinen Loch und wir haben da schon Alternativen und eine davon werden wir dann auch ziehen. Bijan, bitte. Ja, Jürgen, wir haben auch eine Zuschauerfrage bekommen von Marc-Oliver Eicheler. Der möchte gerne wissen, warum die Gegner von Borussia Dortmund immer so besonders motiviert sind. Das ist so sein Eindruck und wie du das siehst. Ja, also es sind unterschiedliche Gründe. Der eine ist, wir wurden ja schon auch sehr positiv gesprochen in den letzten Jahren. Und das ist, löst nicht bei allen das Gleiche aus. Und ich glaube, dass viele auch Spiele anderer Mannschaften in den letzten Jahren das ein oder andere Spiel geguckt haben, in dem wir beteiligt waren, wenn sie nicht gerade selber gespielt haben und dachten, okay, das ist schon geil. Aber die sind eben auch zu packen.
ja, an einem bestimmten Tag, durch eine bestimmte Art, diesen Verdacht, der es vielleicht am Anfang war, den haben wir leider durch die ein oder andere Geschichte, die passiert ist im letzten halben Jahr bestätigt. Und deshalb ist es normal, dass sie, wenn man versucht, gegen uns sehr lebendig, wir haben nicht im Ansatz, wird uns der Respekt gegenübergebracht, wie es zum Beispiel Bayern München ist, also so Zweikämpfe, wo man das Gefühl hat, warum greift er den Münchner Spieler jetzt nicht an, das gibt es bei uns nie Zweifel. Ja, da sind sie schon draufgestürzt, ja, das ist eine Tatsache, aber wie gesagt, Respekt muss man sich erarbeiten und wir haben nichtsdestotrotz unsere Möglichkeiten da zu bestehen und werden es weiter tun. Für uns war der Weg noch nie leicht, also nicht hierhin und wird es ab jetzt auch nicht sein, deshalb ist es keine große Überraschung. Aber in unseren Spielen raucht es und staubt es immer noch, das ist schon so. Wir gehen nochmal aufs Kamerapodest, bitte. Herr Klopp, bei den Plätzen 2 bis 6 ist es momentan sehr eng. Die Qualität der anderen Mannschaften, die hat auf jeden Fall auch deutlich zugenommen, wenn man so jetzt im Vergleich zum letzten Jahr guckt. Ist der Kampf und der Druck in den Kämpfen um die Champions League Plätze größer als letztes Jahr durch die gestiegene Qualität in der Liga? Nein, was? Also die andere Mannschaft war letztes Jahr auch schon stark. Es sind ja fast die gleichen Mannschaften jetzt wieder da oben. Ich glaube, Wolfsburg ist ein bisschen mit dazugekommen. Ansonsten ist ja nicht so, dass völlig neue Truppen da jetzt irgendwie dabei wären. Und für uns, dass wir da mit dabei sind, also grundsätzlich haben wir nie für uns das Gefühl gehabt, dass wir so weit weg wären von den anderen Mannschaften, dass wir nicht in irgendeinem Wettbewerb mit denen liegen würden. Ganz im Gegenteil. Für uns war das immer klar, dass das so sein wird. Und jetzt kann ich es ja noch tausendmal sagen oder auch lassen, aber durch die Probleme, die wir hatten und dadurch entstandene Resultate, ist es zu der Konstellation gekommen, die wir jetzt vorfinden. Aber es gibt ja Schlimmeres als einen engen Wettbewerb. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wir müssen einfach punkten, um unsere Ziele zu erreichen. Also das wäre in jeder anderen Situation auch so. Hätten wir jetzt 11 Punkte Vorsprung auf irgendwas, wäre es zwar irgendwie ein bisschen angenehmer, aber am Ende würde die Saison ja dadurch nicht enden. So, wir werden für den Rest der Saison an jedem Spieltag an unsere Grenzen gehen müssen. Das ist nicht schlimm, nur unser Job. Und genau so wollen wir das Ganze angehen. Also mehr ist nicht passiert. Und dass andere Mannschaften sich entwickeln, ist legitim. Aber die wahnsinnigen Sprünge, also kann ich jetzt nicht sehen. Leverkusen war letztes Jahr stark, Schalke war letztes Jahr stark, Wolfsburg war letztes Jahr eigentlich auch stark, aber hat so weit unten angefangen, dass es nicht so richtig mehr oben rein vielleicht gereicht hat. Wer fehlt da? Ach, Gladbach, ja. Und Gladbach war letztes Jahr auch, hat auch schon große Qualität gehabt. Also das ist alles jetzt nicht völlig verwunderlich. So, und also uns überrascht es nicht, dass es eng wird. Wir hätten, wie jeder sich vorstellen kann, hätten wir gerne 25 Punkte auf alle Vorsprung, aber auch dann würden wir weiterspielen. Gibt es noch weitere Fragen? Einmal aufs Kamerapodest noch und dann hier unten. Hallo Herr Klopp von Sat1 NRW. Wir machen heute noch etwas außerhalb des Fußballs, habe ich eine Frage. Und zwar mein Kollege, ja, es sind lustige Fotos aufgetaucht, wo man sie quasi als Fotocrasher sieht. Baufan-Fotos und ich glaube, es gibt auch ein Foto mit Herrn Bender und Freundin, wo sie auch lustige Grimassen im Hintergrund schneiden. Kann er auch noch mal zeigen. Was macht Ihnen Spaß daran? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Was war das denn? Champions League-Finale? Nee, das war nach der Meisterschaft, muss gewesen sein. Das war eine Weihnachtsfeier. Da war ich relativ gut drauf, wie man sich vorstellen kann. Ja, normalerweise bin ich immer so normale Fotos drauf. Aber da scheine ich wohl in der Nähe gewesen zu sein und dachte, mach mal. Keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Also, das sieht man, war einfach da. Das andere ist am Bahnhof, oder was? Mhm. Ah. Das ist jetzt Braunschweig und das andere ist Piazza Navona, ne? Ist Braunschweig, gerade ja, erst. Ja, ist jetzt gerade erst. Ich scheine nicht viel gedacht zu haben, aber ja, aber es kommt anscheinend mal vor, dass ich ungewollt auf ein Foto drauf gehe. Ja. Kann auch eine Fehlinformation sein. Ich glaube, in Braunschweig hattest du eine dickere Jacke. Wollte ich gerade sagen, das sieht so frisch ja. Ja, glaube ich nicht. Hat Marco die Mütze noch? Es muss aber im Winter gewesen sein, Marco ist nicht braun. Und Manni auch nicht. Also kann ich leider nichts Sinnvolles zu sagen. Also ist, ja. Das ist die heutige Zeit. Ja, man macht ein kleines Späßchen und anschließend wird man im Fernsehen darauf angesprochen. Das ist aber nicht so schlimm. Dürft ihr gerne senden, macht damit, was ihr wollt. Alles cool. Mit der Geschichte bist du gestern auch groß im Daily Mirror gelandet, übrigens. Ehrlich? Ja.
Aber ich wollte ja nicht mehr schlecht über Journalisten denken. Ja? Alles gut, tolle Idee. Ja? Also fantastisch. Hätte von mir sein können. So, die nächste Fachfrage bitte. Duchateau, WAZ. Oh. Ich habe deinen Anfang nicht verstanden. Duchateau, WAZ. Ah. Noch ein bisschen Fußball zum Abschluss. Haben Sie für Jožić eine bestimmte Position im Auge? Weil in der Heimat hat er eher offensives Mittelfeld gespielt, jetzt gegen Düsseldorf auf der 6. Sehen Sie ihn als Sechser? Achter? Wie sehen Sie ihn? Achter? Also, tatsächlich, und das war ein wichtiger Grund, insofern ist seine Vielseitigkeit. Und 10 spielen zu können und 8 spielen zu können und außen spielen zu können, ist kein Nachteil. Also grundsätzlich so ein 5er Mittelfeld mit den 2ern und den 3ern ist ein Mittelfeld mit Menschen, die sehr flexibel einsetzbar sind. Idealerweise haben sie alle Tempo, idealerweise haben sie alle Technik, idealerweise können sie alle in engen Räumen spielen und so weiter. Und in diese Kategorie gehört er. Ist 21, ist ein 8er auch in der eigenen Wahrnehmung, der aber natürlich auch 10 spielen kann. Und Ilkay Gündogan hat, bevor er zu uns kam, auch keine 8 gespielt und ist das hier geworden und hat bei uns dann trotzdem auch immer mal wieder 10 gespielt. Also das ist ja kein Drama. Marco Reus kann 10 spielen und kann außen spielen. So, das ist einfach vielseitig einsetzbare Jungs, müssen das sein. Und sich da jetzt festzulegen, ist nicht notwendig. Aber de facto haben wir natürlich durch das Fehlen von Ilkay jetzt auf der 8 keine 25 Alternativen. So. Und jetzt muss man einfach ein bisschen gucken. Wir haben jetzt diese Woche Zeit zum Trainieren gehabt und haben das natürlich auch getan und werden das tun und haben nächste Woche ein bisschen weniger Zeit wegen der englischen Woche. Und wenn er so nachher reinkommt, das ist trotz allem, auch wenn wir den Winter verpflichtet haben, ein mindestens mittelfristig bis langfristiges Projekt. Und werden da jetzt, uns jetzt keine und ihm schon gar nicht einen Rucksack aufsetzen, indem wir sagen, das oder das muss er jetzt können. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler, der uns echt helfen kann und helfen wird. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass er da ist. Aber verstehe auch total die Nachfrage, nur haben wir diesen Zeitdruck, empfinde ich jetzt gerade nicht, sondern da jetzt schon irgendwas abschließend einzuschätzen. Cooler Kicker, pass gut her, weiter geht's. Sie haben ja gerade selber schon gesagt, dass es der Abschluss war. Ich würde Ihnen nie widersprechen. Bedanke mich für das Interesse und Ihnen allen eine sichere Anfahrt nach Bremen. Danke. Tschüss.